präsentiere euch heute unter anderem ein neues kleines Spielzeug für mich. Und zwar die AK-47 Eiswürfelform. 10 Schuss Inhalt. Mit diesem Teil kann man unter anderem Bayerisch Creme machen oder dementsprechend auch Eiswürfel. Wir testen sie heute mal und schauen uns an, ob die Kugeln natürlich was werden. Es handelt sich um 10 Kugeln im Kaliber 7,62. Also dem Kaliber, was auch in die AK-47 passt. So, ich wollte euch natürlich die Form auch mal von innen zeigen. Man sieht sehr deutlich, sie sind ziemlich genau ausgeprägt. Man sieht halt das Projektil, die Hülse, das Zündblättchen. Alles natürlich unterteilt. Und nun geht's los. Viel Spaß dabei. Gut, wir kommen zum Befüllen. Wie man natürlich sieht, sind hier überall so klitzekleine Löcher in jeder Kugel. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, mit Wasser oder so oder anderen Feststoffen, die fest werden, einzuspritzen. Ich werde es einspritzen mit einer ca. 20 ml Spritze der Firma Braun Inject. Und nun geht's los. Nee, da kann man noch mal nach. Kann nicht schaden. Okay. Gut. So, jetzt packe ich sie natürlich in den Kühler. Wir haben ja unter anderem hier sehr starke Kühler, muss man dazu sagen, die natürlich alles innerhalb von weniger als einer halben Stunde gefrieren lassen. Leider werde ich es heute nicht mehr schaffen. Darum morgen umso besser. So, heute geht es natürlich weiter. Wir schauen heute uns das Magazin an. Hier haben wir es. Hier haben wir diese Kugeln. Die Kugeln sind aus Eis, sind nun über 12 Stunden alleine geeist worden. Und wir sehen sie uns natürlich immer etwas näher an. Ich dazu sagen muss, man hat nicht wirklich lange seinen Spaß damit, auch wenn die Kugeln an und für sich recht schön aussehen. Aber gut. Da ich ja unter anderem auch als Koch zuständig bin, habe ich immer wieder die Möglichkeit, Küchenaccessoires und Gegenstände aus dem Internet zu testen. Unter anderem natürlich küchenspezifische Sachen, die auch in der Gastronomie Anklang finden können. Gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bewertet es doch bitte mit Daumen hoch. Vielen Dank, euer Pornokeeper Number One. Shake it out. Yeah.